Meine Ärztin hat mir gesagt, dass ich morgen nüchtern zur Untersuchung kommen soll. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Und warum ist das wichtig? Nüchtern bedeutet, dass der Magen leer sein muss. Das kann aus verschiedenen Gründen notwendig sein. Zum Beispiel, um bei einer Untersuchung des Magens Entzündungen oder andere Erkrankungen gut zu erkennen. Oder um bei einer Ultraschalluntersuchung des Bauchraums die Organe gut sehen zu können. Auch bei einigen Blutuntersuchungen ist Nüchternheit wichtig, weil bestimmte Blutwerte durch Essen oder Trinken beeinflusst werden. Und bei Operationen sollte der Magen leer sein, um zum Beispiel Erbrechen während der Betäubung zu vermeiden. Soweit so klar. Aber was heißt das konkret? Wenn ich am Morgen eine Untersuchung habe, esse ich am Abend vorher zum letzten Mal etwas. Denn mindestens 6 bis 8 Stunden vor einer Untersuchung oder Operation sollte man nichts mehr essen. Auch rauchen sollte man nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt verzichte ich auch auf kohlensäurehaltige Getränke wie Sprudelwasser oder Cola, sowie auf Milch. Ein Glas stilles Wasser ist bis 2 Stunden vor der Untersuchung oder Operation noch in Ordnung. Danach gar nichts mehr trinken. Und hier steht noch: Wenn ich unsicher bin, kann ich in der Arztpraxis oder Apotheke nachfragen. Jetzt bin ich bestens informiert und ich freue mich schon auf den Kaffee und das Brötchen, die ich mir nach der Untersuchung morgen gönnen werde.